Herzlich willkommen zu einer Vorlesung in Ingenieurinformatik. Heute wollen wir uns mal mit den Operatoren beschäftigen in Java. Operatoren haben wir ja schon benutzt, also wir haben ja hingeschrieben, i ist gleich 5 plus 3 oder i ist gleich i plus 1 oder solche Geschichten. Also einige Operatoren kennen Sie schon, wir haben auch schon Zahlen miteinander verglichen, ne? A gleich gleich b und so weiter im GGT. Jetzt wollen wir das mal ein bisschen strukturiert angehen und mal schauen, was es überhaupt alles für Operatoren in Java gibt. Als kleinen Hinweis, ich habe die Operatoren komplett als Quelltext auf die Homepage gestellt. Am besten drucken Sie sich das mal aus und gehen es mit durch. Also es ist wahrscheinlich einfacher, als hier auf dem Bildschirm der ganzen Sache zu folgen. Gut, ich habe einfach mal so eine Klasse, das haben wir ja schon mal besprochen, das brauchen wir immer außenrum eine Klasse, und habe mal so ein paar Methoden hier definiert, also eine Methode, die jetzt ein Integer zurück, die nichts zurückgeben würde, die würde als Übergabeparameter ein Integer kriegen, dann gibt es hier eine setString, die kriegt einen String, dann gibt es eine setbool, die kriegt einen Boolean und so weiter. Dann gibt es hier noch ein paar andere Methoden, die jeweils dann Integer, ein String, ein Boolean und Double zurückgeben. Und dann haben wir hier eine Methode Demo, wo jetzt nacheinander die ganzen Operatoren vorgestellt werden. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, habe ich am Anfang hier mal so ein paar Variablen deklariert, also zwei Integer, int a und b, das sind zwei Variablen vom Typ Integer. Dann haben wir hier zwei Strings, String a, String b. Dann haben wir zwei Wahrheitswerte, bool a und bool b und zwei Double, also reelle Zahlen, real a und real b. So dass wir jetzt nachher, wenn wir die Operatoren uns anschauen, direkt am Namen erkennen, von welchem Typ die Variablen sind. So, fangen wir mal an. Zuweisungsoperator, den haben wir auch schon gesehen. Ja, also ich kann jetzt einem Integer gleich 5, ja, dann weise ich diesem Integer eine Zahl zu. Ja, ich kann einem Integer auch einen anderen Integer zuweisen, dann wird der Inhalt von dem Int a hier in den Int b hineingeschrieben. Was auch geht, ist, einem Integer den Rückgabewert eine Methode zuzuweisen. Haben wir auch schon gesehen, haben wir geschrieben, e ist gleich ggt, Klammer auf, 5,3 oder so. Das heißt also hier, wenn dieses Unterprogramm getInteger ausgeführt wird, kommt da was raus und das wandert dann hier nach links in den lValue in den int a. Gut, das gleiche geht auch mit Strings. Ja? Also da sieht jetzt aber die Konstantenzuweisung ein bisschen anders aus, ne? Weil hier oben bei der Konstante 5 kann er gleich erkennen, aha, hier, das ist ein Integer. Ne? Das ist eine Zahl, die setze ich da rein. Wenn ich jetzt hier diese Hochkommas weglasse, würde er jetzt versuchen, eine Variable zu suchen, die Text heißt und deren Inhalt hier zuweisen. Deshalb muss man, wenn man eine Zeichenkette hat, um die Zeichenkette hier diese Anführungsstriche dummrum machen. Ja, dann ist es eine ganz normale Zuweisung und hier, das ist jetzt eine Konstante als Zeichenkette. Dann geht natürlich das Gleiche, also wenn ich hier im String A irgendeine Zeichenkette drin habe, kann ich das auch dem String B zuweisen. Ich kann ein Ergebnis einer Methode zuweisen, funktioniert im Prinzip wie hier oben. Gut, das Gleiche geht mit den Bools. Ja, beim Bool müssten Sie natürlich wissen, wie jetzt wahr und falsch heißt. Die heißen True und False, jeweils kleingeschrieben. Ja, das ist wahr, das ist falsch. Die kann ich jetzt zuweisen. Ne? Wie ich hier oben die 5 dem Integer zugewiesen habe, kann ich hier also jetzt den Wahrheitswert wahr, diesem Wahrheitswert zuweisen und den Wert falsch, diesem Wahrheitswert. Gut, Zuweisung funktioniert also genauso. Ne? Bool B ist jetzt das gleiche wie im Bool A, also immer von rechts nach links. Links ist der L-Value, da geht's rein. Und es funktioniert natürlich auch mit dem Rückgabewert einer Methode oder eines anderen Unterprogramms. Gut, dann haben wir hier unsere reellen Zahlen. Ja, Sie haben schon gesehen, Java ist Englisch. Da haben wir also den Punkt als Dezimaltrenner. Das heißt also, wir weisen hier der Variablen real a den Wert 1,2343 zu. Wir können auch eine Exponentialschreibweise wählen. Also real b ist gleich 3,76448e4. Das ist im Prinzip 3,76448 mal 10 hoch 4. Und sehen Sie, da kommt dann 37.644,8 raus, was dann nachher hier in dem Real B ist. Zuweisung funktioniert genauso, ne? Also was im Real B ist, soll jetzt im Real A sein. Alles analog. Und auch die Rückgabe von einem Unterprogramm kann man hier ganz normal zuweisen. Zuweisungsoperator ist also hier dieses einfache Gleichzeichen. Alles, was rechts steht, wird ausgewertet und dann hier links reingeschrieben. Gut, schauen wir mal weiter. Dann haben wir ein paar logische Operatoren.
Also der wichtigste logische Operator ist der Nicht-Operator. Ja, also wenn ich jetzt sage, Bool A ist nicht Bool B, ne, wenn also hier wahr drin wäre, ist dann nachher hier ein falsch drin. Wenn hier ein falsch drin ist, ist dann nachher da ein wahr drin. Gut, dann haben wir noch vergleichende Operatoren, also in dem Fall den Gleich-Operator. Und das haben Sie eben schon, haben Sie schon mal gesehen, bei dem GGT hatten wir das auch schon. Das sind zwei Gleichzeichen. Hier wird also geprüft, ist int a gleich int b. Na gut, und was da rauskommt, ist jetzt wieder ein Wahrheitswert. Ja, also entweder die sind gleich oder sie sind nicht gleich. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und dann kann man den jetzt wieder diesen Bool a zuweisen. So, ich kann natürlich auch vergleichen mit einer Konstanten, ja, so wie wir das eben gesehen haben. Also beim Zuweisen, das geht auch beim Vergleichen, int a gleich gleich 5. Das gleiche geht bei Bool a ist gleich Bool b. Oder ob Bool B gleich True ist. Ne? Die Konstanten bei Boolean sind ja entweder True oder False. Und das geht auch mit Reals. Ne? Bei Reals, jetzt schon mal ein kleiner Sicherheitshinweis, die sind normalerweise nicht so genau, dass die jemals gleich werden. Aber das werden wir später uns nochmal anschauen. Gut, wo brauchen wir das? Wir brauchen das bei Schleifen und bei Verzweigungen. Wir haben es gesehen, wenn ich if, Klammer auf, Klammer zu, das was hier drin steht, ist ja immer ein Vergleich, weil das muss ja ein Bool sein. Ne? Also entweder ich mache das oder ich mache es nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ne? Ich kann nicht sagen, ich mache es vielleicht. Ja. Gut, also das ist der Gleichheitsoperator und das ist quasi dieses doppelte Gleichzeichen. Gut, den gibt es auch nochmal als Ungleichoperator. Funktioniert im Prinzip genauso wie hier, nur dass der Operator ein Ausrufezeichen und gleich ist. Kann man sich ganz gut merken, ist nämlich im Prinzip nicht gleich. Ne? Gut, dann haben wir noch ein paar logische Verknüpfungsoperatoren. Für ein logisches Und gibt es hier einfach dieses kaufmännische Und. Also ich kann jetzt diesen Wert und diesen Wert miteinander verknüpfen mit einem Und. Also wenn der und der wahr sind, ist der auch wahr. Wenn einer von den beiden falsch ist, dann ist der hier auch falsch. Gut, das Ganze kann man jetzt auch ein bisschen verschachteln, sage ich jetzt mal. Ich kann also sagen, hier int a gleich gleich 5, das ist ja wieder ein Bool, den kann ich natürlich jetzt auch wieder mit einem anderen Bool verknüpfen. Gut, haben wir hier noch eine Zuweisung und wir können auch im Prinzip das Ganze direkt mit der Rückgabe einer Methode verknüpfen. Ganz wichtig ist, es gibt im Prinzip zwei Operatoren für die Und-Verknüpfung. Und zwar einmal den hier, der immer den ganzen Ausdruck auswertet. Das wird jetzt interessant hier bei diesem Ausdruck. Also wenn jetzt zum Beispiel das Bool B und get Boolean ausgewertet würde. Und das Bool B, ja, das ist ja eine Unverknüpfung, wenn das schon falsch ist, dann kann das ja nicht mehr wahr werden. Ne? Wenn einer von den beiden falsch ist, ist der ja auch falsch. Das ist ja eine klassische Unverknüpfung. Dann wird dieses GetBoolean gar nicht mehr ausgeführt. Ne? Der fängt links an, sagt, aha, ist eine Unverknüpfung, einer ist schon falsch, höre ich auf. Das macht er hier oben nicht. Hier oben wird GetBoolean immer aufgerufen. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Und-Operatoren. Ja, hier habe ich nochmal eine größere Verknüpfung. Also auch hier würde er sofort aufhören, das weiter auszuwerten. Ja, das heißt, wenn Sie sagen, ja, ich habe hier zwei Auswertungen, die sind sehr rechenintensiv und habe eine, die ist nicht so rechenintensiv, dann sortieren Sie die möglichst in der Reihenfolge, dass erst das ausgewertet wird, was nicht so rechenintensiv ist, ne? Weil dann kann er den Rest ja hier schon abschneiden. Gut, dann gibt es noch ein exklusives Oder, also entweder der oder der, da muss natürlich immer der ganze Ausdruck ausgewertet werden, weil wenn der falsch ist, kann der ja noch wahr sein und umgekehrt. Von daher gibt es den auch nur einmal. Ja, analog zu dem Und-Operator, wo es zwei gibt, gibt es auch zwei Oder-Operatoren, ne, also Bool A oder Bool B oder der Rückgabewert von dieser Methode. Da wird auch jetzt hier bei diesem einfachen Operator, ne, das ist ja die Pipe, wird immer der ganze Ausdruck ausgewertet, also immer komplett. Und wenn Sie hier unten diese doppelte Pipe benutzen, dann wird nur so lange ausgewertet, bis das Ergebnis eben schon feststeht. Ja, auch die kann man hier unten schön verknüpfen mit diesem doppelten Oder. Ne? Also kann man gucken, wenn das hier alles schon erledigt ist, dann brauche ich das GetBoolean gar nicht mehr aufrufen. Analog dazu
Gibt es noch ein paar andere Vergleichsoperatoren, die jetzt, die es nur für Zahlen gibt, ne? Also gleich, gleich und ungleich haben wir schon gehabt. Dann gibt es natürlich das kleiner als, funktioniert mit Konstanten, wie auch mit anderen Variablen. Ja, das funktioniert sowohl mit einem Integer als auch mit einem Real. Sie können auch Reals mit Integers vergleichen, ja, also 1,5 können Sie mit 1 vergleichen, wenn das eine drin ist. Das kann man sehr schön verknüpfen, das funktioniert also. Das ist der Kleiner, das ist der Kleiner Gleichoperator, das sind einfach zwei Zeichen, also das Kleiner und das Gleich. Auch die kann man wieder mit einer Konstanten, man kann Reals und Bools verknüpfen oder das nur zwei Reals miteinander vergleichen. Analog dazu funktioniert das Größer als bzw. das Größer als oder Gleich. Ja, also auch immer mit einer, kann man mit einer Konstanten, auch hier können Sie auch mit der Rückgabe von einer Methode verknüpfen und so weiter. Also immer wenn Sie irgendwo ein Real haben, können Sie den auch mit einem Integer vergleichen und umgekehrt. Kleiner Exkurs, bei den Strings funktioniert das nicht, also Sie können jetzt nicht einfach sagen, String A ist gleich String B, das funktioniert nicht, Strings sind Objekte, was das genau heißt, wollen wir uns ja später noch anschauen, da gibt es dann eine extra Methode und das funktioniert so, dass man eben den String A mit dem String B vergleicht, indem man dieses Compare to aufruft. Aber das schauen wir uns dann nochmal in Ruhe an, was das heißt, wenn wir mit den Objekten arbeiten. Gut, also nachdem wir jetzt zugewiesen und verglichen haben, wollen wir noch ein bisschen rechnen. Haben wir auch schon gemacht. Ne? Ja, A minus B bzw. B minus A, das haben wir im GGT-Fall schon gehabt. Und da gibt es eine ganze Reihe Operatoren. Addition ist klar, gibt es für Integer und für reale Zahlen. Das gleiche gilt für die Subtraktion. Hier können Sie dann auch wieder Integers mit Reals vermischen, wobei natürlich dann immer ein Real rauskommt. Ne? Also wenn ich ein Integer minus ein Real mache oder ein Real plus ein Integer, dann ist das Ergebnis am Ende ein Real. Gut, dann gibt es Multiplikation. Das ist hier dieses Sternchen, das haben wir noch nicht gesehen. Das funktioniert auch wieder mit Reals und Integern, mit Konstanten oder mit anderen Variablen. Also problemlos. Das gleiche gilt für Division. Ja? Also wenn ich hier eine Division habe, dann wird dividiert. Dann gibt es den Divisionsrest, der sogenannte Modulo. Ja, also das ist dieses Prozentzeichen, also int a Modulo 5. Das ist im Prinzip der Rest von einer Division durch 5. Funktioniert auch mit zwei Variablen. Also alles analog zu dem hier oben. Dann gibt es ein paar Abkürzungen, haben wir auch schon gesehen. In der Vorschleife hatten wir i plus gleich 2. Es gibt also den Plusgleich, den Minusgleich, den Malgleich und den Geteiltgleich-Operator. Das ist im Prinzip immer eine Abkürzung für a, int a gleich int a plus int b, int b, int a ist gleich int a minus int b und so weiter. Funktioniert mit den Integern genauso wie mit den Reals. Und dann, was man auch oft braucht, ist, dass man eine Variable einfach um 1 erhöht oder um 1 verringert. Deshalb gibt es da auch nochmal eine Abkürzung, das ist das int a plus plus, beziehungsweise das int a minus, minus das int a plus plus erhöht den Integer a um 1 und das int a minus minus verringert den Wert im Integer a um 1. Gut, dann hatten wir ja auch schon gesehen, dass das, im FIPS war das, dass man beim Ausgeben Strings mit anderen Sachen verknüpfen kann. Dafür gibt es den Verknüpfungsoperator, das ist einfach dieses im Prinzip das Plus. Und da gibt es die Regel, wenn Sie einen String mit irgendwas anderem addieren, also das wäre jetzt mal ein String mit irgendeiner konstanten String oder hier mit einem Integer, dann kommt immer ein String raus. Ne? Also wenn jetzt hier das Ergebnis ist drin steht und hier steht eine 5 drin, dann kommt am Ende ein String raus, da steht drin, das Ergebnis ist 5. Na, das gleiche gilt mit Reals oder eben auch mit anderen Strings. Gut, das war jetzt mal im Schnelldurchlauf alle Operatoren. Behalten Sie die Liste mal als zum Nachschauen, dass Sie immer mal gucken können, wie Sie was ausdrücken können. Und das sind im Prinzip so die wichtigsten Operatoren, die wir im Java brauchen. Gut, damit danke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im Plenum.